Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen hier weiter. Wir sind hier immer noch unterwegs im verbotenen Wald auf der Suche nach der Jackdaw-Leiche und ja, den Seiten aus dem Buch. Mal schauen, ob wir das finden. Bevor wir das jetzt machen, kurze, kleine, knackige Quizrunde für die Leute, die da Bock drauf haben. Und zwar geht es diesmal um Ravenclaw. Wer von euch gehört Ravenclaw an, könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Und zwar, wie geht der Spruch auf dem Diadem vom Ravenclaw weiter? Witzigkeit im Übermaß ist... Und dann geht's weiter. Und dann die nächste Frage. Wer außer Harry verspricht Helena Ravenclaw noch, das Diadem zu zerstören? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und checkt auf jeden Fall auch gerne in der Videobeschreibung das Gewinnspiel ab. Wenn ihr Bock habt, das Game zu gewinnen oder irgendwas anderes bei meinem Partner, gerne mal abchecken. Was wir noch nicht gemacht haben, das können wir jetzt mal gemeinsam machen. Hier bei den Herausforderungen, wir haben ja schon einige abgeschlossen. Auch mal die Belohnung abzuholen. Das machen wir jetzt. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung, Beschützer-Emblem. Okay, gut. Amphibien, so, hier ist irgendwas noch zum Abholen. Hier unten noch. Sehr gut. Dann haben wir ja noch Aufträge. Hier ist doch bestimmt auch noch einiges zu holen. So. Schön die legendären Sachen auch claimen. Hätten wir schon längst machen können, aber ja, besser spielt als nie. Was ist das jetzt hier? Mehr Platz für Ausrüstung. Das ist ja... Okay. Okay. Schließe Prüfung Merlins ab. Ah, okay. Das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen. Dann Erkundung. Ne, das war ja Erkundung, ne? Handbuchseiten. Oder habe ich aber schon... Ah, habe ich aber schon ordentlich Sachen gefunden hier. So. Raum der Wünsche. Das haben wir leider noch nicht. So. Okay, jetzt direkt nochmal auf die Ausrüstung gehen natürlich. Was haben wir denn hier schön Neues? Aber gar nichts. Einfach gar nichts, immer den ersten Sachen. Auch nichts. Gut, hier ist was Neues. Okay. Das sieht nicht, das sieht nicht verkehrt aus. Ja, die Eule, ja, warum nicht? Ach, die Sachen sind nur fürs Erscheinungsbild, glaube ich, waren jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es glaub verstanden. Oder? War das jetzt nur optisch, was wir geholt haben? Wahrscheinlich, ja. Das war echt nur optisch. Ey, jetzt, ja, da war es oben. Da oben war es. Das ist alles nur optisch. Ah, schade, Mann. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ah, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ist ja auch egal. Wir wollen jetzt loszocken, ey. Mensch, weiter geht's. So. Jackdaws Grab. Schauen wir doch mal. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Revelio. Alles muss mitgenommen werden. Oh Gott, warum sind hier so schon wieder Spinnen? Hier, da unten müssen wir hin. Eieieiei. Diese Runen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Ja. Was ist das eigentlich schon wieder für eine epische Höhle hier? Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Okay, wir sehen die Spinne. Und noch mehr Spinnen. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja, natürlich. Abfackeln alles. Triff noch einen Gegner mit einer Spinnenexplosion. Was ist denn eine Spinnenexplosion? Ah, ja, okay, das ist alles klar. Direkt natürlich erledigt die Aufgabe. Spinnenfangzahn. Rebellion. Ich glaube, links müssen wir zum Ziel und hier ist irgendwas. Oh, je.
Na Jungs. Sieh nicht an. Besiege einen Gegner mit Pacificus Totalus. Hebe einen Boten hoch, während er sich eingräbt. Okay. Oh, verschwendet. Hey, der wollte schon gerade eingraben. Ah, Mist. Den falschen. Nein, genau auf den. Ey, der hat sich doch gerade eingegraben. Das haben wir doch alle gesehen. Wahrscheinlich muss man noch länger warten, aber der hat sich gerade eingegraben. 100%. 100% hat er sich gerade eingegraben. Frech, ey. Betrug nenne ich sowas. Betrug. Komm, grab dich ein. Du bist doch ein Bote. Na, schon wieder. Man muss. Wie lange muss man denn warten, ey? Lass doch gut sein, ey. Lass doch gut sein. Lass. Oh, aua! Komm. Ey. Ja. Hm, was denkt ihr, was das Timing ist? Wann muss man das machen? Hier stehen nicht gesammelte Belohnungen. Jetzt wird es angezeigt, wo ich es selber gerade gemacht habe. Willst du mich verscheißern? Das habe ich doch gerade erst gemacht. Hm, später nochmal. Kann jetzt nicht bei jeder Herausforderung direkt ins Menü gehen. Okay. Da, okay. Hm. Da denn schon, weil es legendär ist. Da können wir dann doch schon mal kurz reingehen. Noch mal ein bisschen besser. Fürchterlich sehen die aus. Fürchterlich. Bin doch gern Ravenclaw, Mensch. Damit. Das können wir eigentlich lassen. Das können wir eigentlich lassen. Herausforderung. So, im Kampf oder was habe ich irgendwas freigeschaltet? Wo denn? Spinnen schlechter Rüstung. Ernsthaft? Ernsthaft? Bei dem Mäntel? Tatsächlich. Oh mein Gott. Okay. Nee. Das war mein Mantel, glaube ich, war. Mein Mantel der Wahl. Naja. Lass mal gut sein. Naja, das muss jetzt nicht unbedingt optisch sein. Das muss, glaube ich, nicht sein. Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreten. Kommt doch, traut euch doch. Incendio. Heftiger Hinterhalt, wenn man vorher schon alles sieht. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. So sieht's aus. Accio. Berührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Diptamblätter. Alles her damit. Das brauchen wir später bestimmt. Ey, die Erkundung ist, das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also wenn du auf Sammelkram stehst, dann ist Harry Potter genau dein Ding, ey. Auf exzessives Sammeln, ey, wenn du da Bock drauf hast. Noch ein Rätsel. Wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Vor allem, wenn er sagt, dass er dumm war. Naja, hat er ja jetzt nicht genau das gesagt, aber er hat schon gesagt, dass er nicht aufgepasst hat, oder?
Privet. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Ja. Freunde, ich habe diese Art von Rätsel in God of War Ragnarök erst vor ein paar Monaten gemacht und die waren schwere. Was wollt ihr von mir eigentlich? Ein bisschen schneller hier. Ah, es muss eigentlich alles in einer Zeit. Okay, alles klar. Okay. Das ist, ja, wie gesagt, sehr God of War-mäßig. Aber es ist auch nicht so, dass God of War diese Rätsel erfunden hat, drei Dinge schnell hintereinander anzugreifen oder zu attackieren oder so, ist das irgendwas öffnen. Das hat jetzt auch nicht, also es wurde jetzt nicht mit God of War erfunden, also das ist jetzt natürlich auch nicht immer. Okay. So. Ich weiß gar nicht, was wir uns kaufen sollen. Ich glaube, wir warten noch, bis wir den Raum der Wünsche freigeschaltet haben, oder? Und dann schauen wir mal, was wir uns kaufen. Rebellion. Vielleicht habt ihr ja dann auch Vorschläge oder so. Ja. Ich wäre ja auf jeden Fall jetzt schon mal für irgendwelche Sachen für die Tiere, auf jeden Fall. Für die fantastischen Tierwesen. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Kann man das eigentlich so einstellen hier in dem Game, dass du sofort automatisch die beste Ausrüstung ausgerüstet bekommst? Ich meine, das ist ja sowieso sehr, sehr... Wie soll man sagen? Sehr einsteigerfreundlich, das Game. Für Leute, die anscheinend auch gar nicht, noch nie irgendwas gezockt haben. Wie zum Beispiel beim Unterricht, dass du absolut gar nicht scheitern kannst. Gar nicht. Und die Sachen, die du da tippen musst, auch, da kannst du gar nicht scheitern. Ich meine, man kann es ja simpel und leicht machen, aber man kann es auch so machen, dass irgendwelche Zweijährige das schaffen. Da gibt es Unterschiede nochmal ein bisschen. Gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. Und klar, dass sie versuchen, auch Leute abzuholen, die jetzt sonst nie zocken, aber... Ich weiß ja nicht, weiß ja nicht, ob das immer so der richtige Weg ist, wenn du denn absolut gar nichts, gar keine Herausforderung machst, dann wirklich, weißt du? Man muss, es muss auch irgendwie so eine Lernkurve geben, so. Mal schauen, deswegen, das ist halt so der Punkt, vielleicht wird es ja sogar noch anspruchsvoller mit dem kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Mit den, Unterrichtsstunden. Weil, wie gesagt, das, in Bully fand ich deutlich irgendwie interessanter einfach. Das fand ich einfach deutlich interessanter, weil es irgendwie anspruchsvoller war. Du konntest. Ja, ich weiß nicht. Du hattest auch direkten Einfluss auf deine Fähigkeiten. Oder? Du hast dann auch direkte Sachen freigeschaltet und so. Ja, ich hab das doch gerade. Ja, jetzt. Dankeschön. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht. Ja, wir haben es verstanden. Jackdaw war nicht. Das musst du nicht tausendmal wiederholen, Mensch. Jo! Sehr gut. Das hat doch gut geklappt, oder? Nein! Was soll das denn jetzt? Ey, boah, Mann. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Mittendrin. Das war einfach zu krasse Action. Ich war, glaube ich, zu gut. Ich glaube, das daran lag's. Wahnsinn, super. Danke dafür. Mal gucken, wo ich rausgeschmissen werde. Wo bin ich denn? Ach, hier sind wir. Okay. Zählt jetzt meine geile Herausforderung, mein geiler Ruf jetzt nicht, oder was? Nee, zählt natürlich nicht. Ach, das ist doch... Direkt nochmal gemacht. Obwohl ich ja hier anscheinend aufpassen muss, was ich mache, damit hier nicht das Spiel breake. Haben die mich vergiftet? Ja, ich glaube schon. Okay, der erste Absturz vom Game. Hm, mittendrin, einfach so. Ach, zack. Was ist hier denn los? Was ist das denn? So viel zum Thema Breakdance. So, her mit der Kiste jetzt. Okay. Okay.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier in der Ecke alles, wa? Ja. Ach, die zählt auch nicht. Die muss ich auch nochmal einsammeln. Hier ist zwar nirgends ein mega Power-Trank. Was hatten wir denn beim letzten Mal? Was hatten wir gerade eben? Hatten wir da auch einen Trank? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so viele Kisten jetzt die letzten Minuten geöffnet. Also, war das jetzt random? Kriegst du da random Zeug? Weiß gar nicht. Das ist schon ganz geil, wie du das kombinieren kannst mit denen, wenn du die explodieren lässt, wa? Entzünde einen Schützen, während er sich auf einen Angriff vorbereitet. Yes, easy. Oh, das war nice. Das war ja mega cool. Ey, diese Moves, die sind sehr cool. Genau, eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, okay, gut. Revelio. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Hey, irgendwie, das ist ja riesengroß hier, die Höhle. Die ist riesengroß, oder? Hm. Was war da? Da war doch gerade irgendwas Rotes auf dem Radar. Was war das? Was war das? Das finde ich auch irgendwie voll cool, oder? Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Revelio. Akio. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Revelio. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Akio. Wo hat er jetzt hingeballert? Warum hat er jetzt jemand anders hingeballert? Akio. Vigioso. Ich weiß nicht, wie ich das einmal schaffen soll, jemanden 10 Sekunden in der Luft zu halten. Da muss ich ja wirklich diese Killer-Kombo machen. Sind einfach zu viel. Geile Kamera. Hallo. Was war das denn jetzt? Der ist ja schon tot.
Das geht ja gar nicht 10 Sekunden. Wie soll es 10 Sekunden gehen, wenn er schon vorher stirbt? Kreuzspinnenmatriarchen? Oh Gott. Ah, verschwendet. Ja, damit. Oh, das hat reingehauen. Incendio. Oh, wie die geschrien hat. Selber schuld, wenn du dich mit dem größten Magier der Welt anlegst. Na, noch nicht, noch nicht. Noch ist es nicht so weit gekommen. Aber es sieht ganz gut aus, gerade aktuell. Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Revelio. Tja, das kann sein, ja. Ich weiß nicht, wie die es miteinander machen, so die ganze Zeit, die Spinnen. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Die Sprüche wiederholen sich auch immer wieder, ne? Also, warte mal. Steht da jemand? Stand da jemand? Das sah so aus. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und ach, das sind die Wächter schon wieder. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Oh. Komm schon. Denkarium. Ach, wir sind... Ey, die halten das doch gar nicht 10 Sekunden aus. Ich glaube, das muss ich mit einer Puppe machen, oder? Das kannst du ja vergessen. Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Accio. Was ist das? Oh, zu spät gesehen. Kommt schon, ihr großen Brocken. Na gut. Was machst du denn? Warum springe ich denn so oft? Ich will doch gar nicht springen. Ah, voll ins Gesicht. Es ist schon episch, wie stark wir sind, ne? Was? Das ist unheimlich. Aber es war schon wieder das Symbol, ne?
Es war schon wieder das Symbol. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Irgendwie sieht das grafisch nicht so geil gerade aus. So, warte mal. Ich denke mal, wir werden beschützt, weil wir jetzt in der Erinnerung sind, oder? Ach, jetzt ist es auf, oder was? Wo bin ich hier? Oder? Also, wir sind doch jetzt in so einer Denkarium-Erinnerung. So scheint es zumindest, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann das sein? Okay, was ist denn jetzt los hier? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay, deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Aha, gerade noch angesprochen. Jetzt geht's los. Ah ja, genau davon rede ich doch die ganze Zeit. Okay, einfach ein bisschen Geduld, okay? Ja, ist nicht meine Stärke. Ich meine, wir sind jetzt schon 50 Stufen aufgestiegen, dann denkst du dir irgendwann, kommt das noch, kommt das nicht? So. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte plus 1 verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben und deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähleweise, Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hier zurück, um zu sehen, welche neuen mächtigen Talente auf dich warten. Nicht erwarten soll. Das habe ich doch gemeint. Ey, wie gesagt, wir sind Level 15. Und ab Level 5 soll es anscheinend gehen, aber anscheinend erst, wenn wir hier angekommen sind. Na gut. Zaubersprüche, was haben wir denn hier alles? Ja, was ist denn hier noch? Oh. Okay, ach du Scheiße, das ist alles geil.
Stupor. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen das hier erstmal lassen, oder? Die Folge ist schon lang genug. Ja, die Folge ist lang genug. Ach, Junge, sieht das geil aus. Das ist doch das, was ich gesagt habe. Ey, warum nicht gleich so? Gut, ihr wolltet eine kleine Überraschung machen. Hat geklappt, ja. Cool, sehr, sehr cool. Ja, ich danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kurz nochmal die Aufklärung der Fragen, während ich euch erzähle, was die Antworten sind. Lasst ja mal ein Like da hier. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Und zwar war die erste Frage, wie geht der Spruch auf dem Diadem weiter? Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz. Und wer hat noch versprochen, das Diadem zu zerstören, außer Harry Potter, nämlich Tom Riddle. Riddle, Freunde. Riddle in the middle. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall, weil das Spiel ultra geil ist. Es macht echt richtig Bock. Und er klingt aber ein bisschen verdächtig, sage ich euch ganz ehrlich, weil irgendwie so, ja, ich kann dir nichts verraten. Bring erstmal das Buch her. Ja, aber wie sieht's denn damit aus? Ich kann dir nichts sagen. Bring erst das Buch her. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.